Sehr einfach und wirklich, also das könnt ihr beim Fernseher gucken machen oder auch mal weglegen, ihr wisst danach immer noch, wie es weiterging. Wenn man oben mal am Rand hier bei mir misst, also ohne dran zu ziehen, habe ich 1,50 Meter Breite und es ist eine stolze Größe und ich habe das mit einem vierfädigen Bobbel gemacht und zwar ist das einfache Baumwolle, ich schreibe euch aber genau welche das ist unten in die Infobox unter diesem Video. Und ich habe noch so viel übrig. Und zwar, weil ich noch einen Rand machen möchte. Weil ich finde, bei diesem relativ einfachen Muster bietet sich das gerade bei der runden Form sehr an, dass ich da nochmal so einen kleinen Rand dran mache. Aber das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Nur für diejenigen, die sich unsicher sind, ob das reicht. Also ich habe 200 Gramm bei dem vierfädigen Bobbel gehabt. Und das hat eine Lauflänge von 800 Metern. Also damit kommt ihr allemal hin. Und die Häkelnadelgröße, die ich dabei verwende, ist 4,0 mm. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, einen Rand zu häkeln. Habe da auch eine Playlist gemacht. Kann ich euch auch hier oben nochmal verlinken. Und für dieses Tuch werde ich noch ein Video machen, wo ich euch zeige, welchen Rand ich dafür mache. Ein ganz neuer Rand, den ich noch nicht hatte. Den packe ich euch auch dann hier oben rein. Und ja, dann würde ich sagen, dann fangen wir an. Das Muster ist sehr, sehr einfach und es wiederholt sich immer nur eine Reihe, bis auf am Anfang. Die erste Reihe ist ein bisschen anders, aber dann ab da wiederholt sich immer jede Reihe und ihr könnt wirklich auch nach Wochen noch sicher sein, dass ihr wisst, wie es funktioniert hat, weil es einfach so leicht ist. Ihr braucht keine Häkelschrift, es ist wirklich super einfach und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Ja, und zwar beginnen wir am besten mit einem Fadenring und wer das noch nicht kann oder noch Probleme dabei hat und sich unsicher fühlt, ich habe ein Video gemacht, wo ich vier verschiedene Methoden zeige, wie man einen Fadenring machen kann, auch für diejenigen, die das auf diese klassische Weise nicht hinbekommen. Da habe ich noch andere Methoden, die mit Luftmaschen gemacht werden, da bekommt ihr das auch hin. Also ich mache es jetzt mal mit einem Fadenring, dazu wickele ich mir den Faden zweimal um beide Finger und lege den hier unten ab. Halt den mit dem Daumen und dem kleinen Finger fest, dann gehe ich drunter, hole den Faden durch und hier hoch und ziehe meine Finger raus. Und dann mache ich hier zum Sichern eine Luftmasche. Aber wie gesagt, in dem Video zeige ich das alles noch mal viel langsamer und deutlicher. Dann haben wir einen Fadenring und in diesen Ring hinein wollen wir dann arbeiten und wir machen für den Anfang, für die erste Runde, drei Luftmaschen. Eine haben wir jetzt gemacht als Sicherung, deswegen zählen wir die schon mal als eine, dann zwei und drei. Diese drei Luftmaschen zählen in der Anleitung immer als ein ganzes Stäbchen, das heißt ein Ersatzstäbchen und die zählen dann mit den anderen Stäbchen, also von der Anzahl her. Und wir haben jetzt das erste Stäbchen sozusagen und wollen insgesamt 14 Stück in dieser Runde haben. Also machen wir jetzt noch 13 ganze Stäbchen in den Ring hinein. Dazu macht ihr einmal einen Überschlag, stecht in die Mitte von dem Kreis ein, holt den Faden durch, mascht zwei ab und nochmal zwei ab. Dann haben wir zwei Stäbchen und jetzt brauchen wir eben noch 12 Stück, sodass wir insgesamt dann 14 haben. Also ein Ersatzstäbchen aus drei Luftmaschen plus 13 ganze Stäbchen.
und so weiter, bis ihr insgesamt 14 habt. So, ich habe jetzt 14 Stück hier in meinen Fadenring gemacht. Dann lockert ihr diese Schlaufe und dann nehme ich immer meinen Fadenring nochmal auf die Nadel. Also ich stecke einfach die Nadel in den Fadenring rein und dann ziehe ich vorsichtig am Restfaden. Und ihr seht das schon, bei den meisten ist nämlich das Problem, da zieht sich bei dem doppelten Fadenring, den ich jetzt gemacht habe, immer die erste Schlaufe schon zu und dann geht gar nichts mehr. Und dadurch, dass ihr die Nadel da drinne habt, kann das nicht passieren. Also ihr zieht einfach weiter und dann zieht sich das nicht zu, bevor die andere auch nicht zu ist. Das ist jetzt bei dem Baumwollgarn aus 100% Baumwolle ein bisschen brutal, weil die gar nicht rutschen will. Aber ihr seht, dass das auf jeden Fall perfekt zugeht, wenn ihr die Nadel dazwischen macht. Kleiner Trick am Rande. Später müssen wir diesen Restfaden übrigens auch mit einer Nähnadel vernähen, sodass sich das hier auch nicht mehr öffnet. Bitte nicht vergessen. So, und dann haben wir diese 14 Stäbchen, also quasi ein Ersatzstäbchen und 13 ganze Stäbchen. Und wir lassen das so als Halbkreis, weil das wird ja dann unsere Form hier von dem Tuch. Und fangen jetzt die nächste Runde an, und zwar mit 3 Luftmaschen. Und wenden die ganze Geschichte. Und wir machen das jetzt so. Wir wollen immer ein Stäbchen und 2 Luftmaschen haben. Und diese 3 Luftmaschen habe ich euch jetzt extra so gesagt, damit ihr das besser versteht, was wir machen, sind jetzt unser Stäbchen. Und dann machen wir jetzt noch 2 Luftmaschen dahinter. Also eigentlich 5 Luftmaschen. Aber wir wollen ja dann immer ein Stäbchen, 2 Luftmaschen. Deswegen habe ich das jetzt mal einzeln erklärt, warum 5. Damit ihr wisst, besser wisst, was nachher zu machen ist. Und diese 5 Luftmaschen haben wir jetzt gemacht und machen einen Überschlag und wollen ein Stäbchen machen, aber wir überspringen die nächste Masche. Das heißt, hier wo wir jetzt rauskommen, ist ja die erste und dann kommt die zweite, also das zweite Stäbchen hier. Das überspringen wir und stecken die Nadel erst hier in die nächste Masche ein. Und da machen wir ein Stäbchen rein. Also nochmal, wir haben hier die 5 Luftmaschen, haben unten in der Vorrunde ein Stäbchen übersprungen. Also das ist ja unser erstes, das zweite haben wir übersprungen. Und in dieses dritte haben wir jetzt eingestochen oben unter beide Maschenglieder und haben ein ganzes Stäbchen gemacht. Und danach macht ihr 2 Luftmaschen. Dann überspringen wir wieder das nächste, die nächste Masche hier und machen ein Stäbchen erst in die Masche danach. Dann wieder 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die, nicht in die nächste, sondern in die übernächste Masche. Also wir überspringen immer ein Stäbchen, dann wieder 2 Luftmaschen und ein Stäbchen ins übernächste. Ihr überspringt immer eins und dadurch haben wir dann einfach nur noch die Hälfte der Stäbchen wie in der Vorrunde. 1, 2. Und dann wieder eins überspringen und erst ins nächste einstechen. Dann wieder 2 Luftmaschen. Und jetzt, wenn ihr das genau anseht, habt ihr jetzt nur noch 2. Und zwar müsste das das Stäbchen sein jetzt, was als nächstes kommt. Und dieses Ersatzstäbchen vom Anfang aus 3 Luftmaschen. Das ist so ein bisschen zerquetscht. Seht ihr hier schlecht. Und dieses nächste Stäbchen überspringt ihr und stecht in dieses, in die dritte Luftmasche von dem Anfangsstäbchen ein und macht das letzte Stäbchen für diese Runde.
Und jetzt will ich euch das nochmal zeigen. Wir haben hier diese 14 Stäbchen und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das hier, das sind hier diese 5 Luftmaschen am Anfang. Und immer dazwischen die 2 Luftmaschen. Und wenn ihr das jetzt habt, habt ihr eigentlich das Allerschlimmste, das Allerübelste überstanden. Weil ab jetzt wird es ganz simpel. Und zwar beginnen wir die nächste Runde wieder mit 3 Luftmaschen. Und wir müssen jetzt immer Zunahmen haben. Und zwar immer an bestimmten Stellen. Wir wollen immer am Anfang dieses Stäbchen, was wir jetzt hier auf dem Stäbchen haben, also diese 3 Luftmaschen zählen ja als Stäbchen, wollen wir verdoppeln. Also ihr macht da nochmal in dieselbe Masche, da wo die 3 Luftmaschen rauskommen, nochmal ein Stäbchen mit hinzu, damit wir das einfach verdoppeln. Dann wieder 2 Luftmaschen als Abstandhalter. Und nach den 2 Luftmaschen machen wir in das nächste Stäbchen einfach hier oben rein 2 Stäbchen in ein und dieselbe Masche. 1 und 2. Dann wieder 2 Luftmaschen dazwischen. Das nächste Stäbchen suchen und 2 Stäbchen oben drauf setzen. Zwei Luftmaschen, dann wieder das nächste freie Stäbchen suchen und 2 Stäbchen in ein und dieselbe Masche machen. Wieder 2 Luftmaschen. In das nächste Stäbchen gehen. Es kommen quasi immer Stäbchen auf Stäbchen und diesmal müssen wir einfach verdoppeln, also zu diesem Stäbchen, was wir oben drauf gesetzt haben, einfach noch eins dazu. So müsst ihr denken. 1, 2. Und so wird das jetzt eigentlich auch immer bleiben. Wir machen immer Stäbchen auf Stäbchen, dazwischen immer 2 Luftmaschen. Und machen aber immer zu dem ersten Stäbchen nach dieser Lücke, die wir haben, nochmal eins dazu. Also quasi, was wir jetzt auch schon machen. Und dann immer 2 Luftmaschen dazwischen. Und hier am Ende, da habe ich euch ja gesagt, diese 5 Luftmaschen sind eigentlich 3 und 2. Da sucht ihr euch die 3. Luftmasche. Von unten zählen 1, 2, 3. Das ist jetzt bei mir gerade die, die ganz eng ist. Und da stecht ihr ein und macht euer Stäbchen und noch eins dazu, wie den Rest der Runde auch. So, jetzt lege ich euch das nochmal hin, damit ihr das gut sehen könnt. Also wir haben jetzt verdoppelt. Wir haben aus diesem einen Stäbchen immer 2 gemacht. 2, 2, 2, 2, 2 und es sind wieder 7 Grüppchen. Es bleiben in der ganzen Anleitung immer diese 7 Gruppen mit diesen Löchern dazwischen. Und diese Gruppen werden einfach immer größer. Sonst ist es nichts. Es ist wirklich super simpel eigentlich. Und es geht weiter, die nächste Runde. Wir beginnen wieder mit 3 Luftmaschen als Ersatzstäbchen. Das ist unser erstes. Wir wenden. Dann machen wir in das nächste Stäbchen, also hier das zweite, 2 Stück rein. Also wir haben Stäbchen auf Stäbchen und das zweite müssen wir verdoppeln. Also macht ihr da auch Stäbchen auf Stäbchen, aber noch eins hinzu, also in dieselbe Masche noch ein zweites. Dann haben wir hier 3. Und in jeder Runde wird es immer eins mehr. Wir machen wieder die 2 Luftmaschen, springen zu dem nächsten Päckchen, machen ein Stäbchen in das erste Stäbchen,
Und in das zweite Stäbchen machen wir auch ein Stäbchen. Aber wir machen noch ein zweites hinzu. Also in dieselbe Masche einstechen und das zweite Stäbchen machen. Wieder zwei Luftmaschen. Und in das nächste Stäbchen ein Stäbchen machen. Und so weiter. Das macht ihr die ganze Runde lang. Eigentlich könnte ich euch jetzt schon alleine lassen, weil sich daran an dem Schema jetzt nichts mehr ändert. Aber ich mache jetzt trotzdem noch mal weiter, damit ich ganz sicher bin, dass ihr das auch geschnackelt habt. Weil wenn wir jetzt noch mal zusammen weitermachen, merkt ihr wirklich ganz sicher, wo die Reise hingehen soll. Wieder in das nächste Stäbchen. Nur eins. Und in das danach macht ihr zwei. So, dann wieder zwei Luftmaschen. Dann bis zum nächsten Päckchen wieder. In das nächste Stäbchen ein Stäbchen. Und in das danach zwei. Die zwei Luftmaschen. Dann wieder ein Stäbchen und in das zweite zwei. Nochmal zwei Luftmaschen. In das erste Stäbchen kommt ein Stäbchen und dann haben wir unsere drei Luftmaschen, unsere schönen zerknetschten hier am Rand. Da machen wir dann wieder zwei in die dritte, in die letzte Luftmasche, die ihr habt. Einstechen und zwei Stäbchen dort hinein häkeln. Dann wieder drei Luftmaschen für die nächste Runde. So sieht das jetzt aus. So allmählich sieht es ja schon mal aus wie so ein kleines Minituch. Also wir haben jetzt immer diese drei Stäbchen. Und wieder siebenmal unsere Päckchen. Und wir wenden das Ganze. Jetzt macht ihr auch wieder in das nächste Stäbchen ein Stäbchen. Das ist dann sozusagen das zweite. Und auf das dritte macht ihr auch eins. Und noch ein zweites hinzu, damit wir dann wieder Zunahmen haben. Und dann haben wir vier Stäbchen. Dazwischen, wie gehabt, zwei Luftmaschen. Und das nächste Stäbchen hier suchen, gleich ins erste einstechen. Ein Stäbchen. Auf das nächste Stäbchen ein Stäbchen. Auf das dritte Stäbchen zwei Stäbchen. Also immer eins mehr machen. Dann machen wir wieder zwei Luftmaschen, gehen in das nächste Stäbchen rein, machen ein Stäbchen, ins nächste ein Stäbchen und so weiter. In das letzte macht ihr wieder zwei, sodass ihr wieder vier Stäbchen insgesamt in dieser Gruppe habt. Und wieder zwei Luftmaschen. Und so weiter. Und zwar seht ihr, dass dadurch diese Päckchen jetzt wachsen. Wir hatten erst eins, dann zwei, dann drei und jetzt vier Stäbchen hintereinander. Und immer dazwischen die zwei Luftmaschen. Und dann habt ihr einfach immer, ihr könnt euch immer merken, dass ihr quasi vor der Lücke zunehmen müsst. Ihr macht jetzt noch die Runde fertig, immer auf jedes Stäbchen eins, außer auf das letzte, da macht ihr zwei.
Dann zeige ich euch gleich, wie wir die Runde abschließen. Ich habe am Ende auch wieder das letzte Stäbchen hier in die dritte Luftmasche gemacht und da macht ihr natürlich auch noch ein zweites, wie sonst auch, hinzu. Und wieder die drei Luftmaschen, um die neue Runde zu beginnen. Bei der nächsten Runde ist es dann wieder so, wir machen zu den drei Luftmaschen gleich noch ein Stäbchen hinzu und machen dann ins nächste Stäbchen ein Stäbchen und in das danach ein Stäbchen und dann kommt noch eins, da macht ihr auch eins rein und dann solltet ihr fünf Stäbchen haben, die zwei Luftmaschen. Und dann machen wir wieder in das erste Stäbchen ein Stäbchen, in das zweite ein Stäbchen, in das dritte ein Stäbchen, in das vierte. Und weil wir zunehmen müssen, nehmen wir jetzt natürlich, machen wir noch in das vierte ein zweites Stäbchen. Und ihr seht das, dadurch, dass wir ja wenden, wir hatten ja hier diese Hinrunde und da waren zwei hier am Anfang, das war, wenn wir das umgedreht haben, war das auch am Ende zugenommen. Und so tut sich das dann immer gleichmäßig verbreitern, einmal hier, einmal da, einmal hier, einmal da. Und dann wird das ein gleichmäßiger Strahl, das ist der gute Effekt dabei. Und hier am Anfang müsst ihr halt darauf achten, dass ihr dann immer zu den drei Luftmaschen einfach noch eine gleich am Anfang hinzumacht, aber dafür halt nur jeweils in eins. Also ihr müsst eigentlich dann nur zählen, dass ihr hier auch richtig diese fünf Stück habt und nicht nochmal irgendwie hier am Ende nochmal zugenommen habt. Ihr dürft bei jedem Päckchen ja nur einmal zunehmen. Und am Rand ist es halt eine Ausnahme, dass wir hier gleich am Anfang nochmal eins reinmachen. Ansonsten macht ihr das ja immer vor der Lücke, so wie jetzt. Beim letzten Stäbchen zwei Luftmaschen, ihr macht dann wieder ins erste Stäbchen eins, ins zweite eins, ins dritte ein Stäbchen und ins vierte zwei, so dass ihr dann wieder fünf Stäbchen habt. Und so mache ich die ganze Runde jetzt weiter. Immer auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, bis auf das letzte, das bekommt zwei. Ach so, und zu den Luftmaschen wollte ich noch sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich die zu locker mache, werden die unheimlich labbelig hier, die Lücken. Also, weil wir da sowieso nicht einstechen müssen, macht die vielleicht relativ straff. Also ich mache die so, dass ich dann hier leicht nochmal Zug drauf habe, dass ich die nicht zu locker mache, weil diese Lücken ziehen sich durch die vielen Stäbchen sowieso auseinander. Und nur so, dass ihr darauf achtet, wie das bei euch ist, ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr da generell bei den Luftmaschen schon ein bisschen Zug drauf. Ich habe, finde ich, manchmal zu lockere Luftmaschen. Nur so nebenbei. Muss aber jeder selber irgendwie rausfinden. So, und in das vierte kommen wieder zwei. Dann wieder das nächste Stäbchen suchen. Bei dem Bobble ist das auch echt manchmal, ihr müsst wirklich beide Schlaufen erwischen, damit das Tuch auch stabil ist. Und ins letzte wieder zwei. Zwei Luftmaschen. Und dann haben wir das letzte Päckchen. Eins. Zwei.
3. Und in die dritte Luftmasche das vierte und in dieselbe einstechen und das fünfte machen. So. Bei der nächsten Runde würdet ihr dann wieder 3 Luftmaschen machen und in jede Masche in das erste Stäbchen wieder verdoppeln und dann in jedes nur 1 und dann macht ihr 2 Luftmaschen und wieder 1, 2, 3, 4, 5 Stäbchen und in das letzte macht ihr dann wieder 2 und dann habt ihr 6 Stäbchen. Wieder 2 Luftmaschen, dann wieder die 5 Stäbchen und in das letzte noch 1 hinzufügen, habt wieder 6 Stäbchen und so weiter. Und es würde dann wachsen und wachsen und wachsen von ganz alleine, bis ihr dann diese ganz breiten Gruppen hier bekommt. Also ihr bekommt immer mehr, ihr bekommt in der nächsten Runde dann 7 Stäbchen, 8 Stäbchen, 9 Stäbchen, 10 Stäbchen und so weiter. Und ihr könnt eigentlich die Größe machen, die ihr gerne mögt. Ich kann euch gleich nochmal durchzählen, wie viel Reihen ich gemacht habe. Ja, ich habe gezählt, es waren genau 50 Reihen. Kommt jetzt drauf an, wenn ihr auch einen Rand machen wollt. Ansonsten könnt ihr euren Bobbel einfach fertig machen. Und nur so, damit ihr euch danach richten könnt, wie viel ich gemacht habe. Wenn ihr dann am Ende angekommen seid bei eurer Wunschgröße oder weil euer Bobbel jetzt fertig ist oder so wie ich, wenn ihr euch noch was aufheben wollt für einen Rand, dann könnt ihr natürlich die letzten Stäbchen noch fertig häkeln, so wie ich das jetzt bei meinem noch mache. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr halt einen Rand machen wollt, dann müsst ihr nicht abschneiden. Ansonsten müsstet ihr, also hier in die dritte Luftmasche dann wieder 2 Stück, wie sonst auch. Und ansonsten müsstet ihr den Faden dann beenden und vernähen. Und genauso auch in der Mitte den Anfangsfaden. Und ich fädel mir den immer ein paar Mal hin und her, 2-3 Mal immer in die entgegengesetzte Richtung und schneide den dann vorsichtig ab. Ansonsten, wer wissen möchte, wie das weitergeht, wie gesagt, ich mache jetzt noch den Rand als eigenes Video dafür und ansonsten, ja, ist das Tuch dann fertig und ihr könnt das dann so lassen, wenn ihr möchtet. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr das gut hinbekommt und ich hoffe, euch gefällt das Tuch so wie mir. Also bei mir ist es schon wieder eins meiner Lieblingstücher, nicht nur deswegen, sondern auch, weil es mich an meinen Urlaub erinnert, weil ich das da auch gehäkelt habe. Es ist eine ganz tolle Sache, man kann es weglegen und weiß immer noch, wie es weitergeht und muss wirklich nicht viel zählen oder so. Es ist immer dasselbe Schema und ihr werdet sehen, je mehr Reihen ihr gemacht habt, desto einfacher ist es. Und das speichert sich so ein, also ihr könnt wirklich davon ausgehen, dass nur diese ersten 1, 2, 3 Reihen komisch sind oder noch ein bisschen ungewohnt sind. Danach, wenn ihr dann eure Gruppen habt, seht ihr schon, aha, da muss ich wieder eins dazu machen und da kommt die Lücke und so weiter. Also das werdet ihr, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Schaut in die Infobox rein noch für weitere Infos und wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet für die Anleitung, freue ich mich sehr. Auf jeden Fall abonniert meinen Kanal kostenlos, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gemacht habt und aktiviert dieses Glöckchen, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ansonsten wünsche ich euch noch wunderschöne Sommertage, viel Spaß beim Häkeln und ja, bis zum nächsten Video.